Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5, Tropičković, Mission Nummer 2. Wir machen deutliche Fortschritte, denn die dritte Wette wird bald gewonnen sein. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir bald die Unabhängigkeit erklären. Und. Was war da? Was stand da gerade? Irgendwas wurde wieder eingeführt. Da. Die gewonnene Grundstunde. Unser Bestechungsgeld hat nicht ausgereicht. Okay, also müssen wir wieder für jedes Gebäude bezahlen. Und das sind etliche mittlerweile. Ich zähle lieber nicht. Naja, okay. Aber wir exportieren jetzt mittlerweile auch was mehr. Gibt es hier eigentlich Verbesserungen? Ach, das wird erst im Zeitalter der Weltkriege freigeschaltet werden. Na schön. Sir, einmal mehr hat die Krone 200? Die Grundsteuer verdoppelt. Ich weiß aus gut unterrichteten Quellen, dass der Gouverneur von Isla Roja hinter dieser sogenannten... Fickt euch, kann ich nur sagen. das werden wir hoffentlich umgehen, indem wir demnächst mal unsere Unabhängigkeit erklären. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Kohle, denn wir müssen auf jeden Fall ein Militär vorbauen, was 8600 kostet. Tja, warten wir mal ab. Machen wir gerade mal die Zeit was schneller. 120 Einwohner, unsere Beliebtheit ist bei 40%. Das ist gut. Das heißt, es fehlen nur noch 10. Ne, 11. Es war ja so, dass es bei 50 noch nicht ausreicht, sondern muss über 50 sein. So, Kohle wird auch fleißig exportiert. Aha, das ist wohl ein Autosave. Ja, sehr gut, dann können wir da wenigstens wieder anfangen, falls ich fail. So, warte mal, warum denn jetzt ist... Ah, wir haben Geld von der Krone bekommen. Gut, dann werden wir dadurch jetzt entgegen der Krone ein Militär vorbauen. Wo ist mal der Eingang? Da. Bauen das hier wieder in Hafennähe. Damit wir direkt... Ah, man kann das also auch auf die Felder bauen. Ist nun wahrscheinlich nicht sehr förderlich. Bauen wir es hier hin. So, ein Militär vor. So, was haben wir denn hier? Ist da schon wieder Eisen im Ausgang? Ja. Und ist auch Kohle im Ausgang? Ja. Sehr schön. Das heißt, vielleicht können wir mit der nächsten Fuhre hier schon unsere letzte Wette gegen den US-Präsidenten gewinnen. Der immer noch auf unserer Insel ist. Ich weiß jedoch nicht wo, ob man ihn noch sehen kann. Keine Ahnung. So. Was kann man hier eigentlich machen? Persönliches Todeskommando für 4500 ersetzt die Elite-Infanterie des Palastes durch Kommandotruppen. Okay. Ist das gut? Keine Ahnung. Ah, unsere drei. Carlos, Benjamin und Arsenio. El Diablo. So, da kommt schon das Schiff. Schaffen wir die Wette? Ah, da ist noch Eisen im Ausgang. Jawohl, wir haben es geschafft. Buddy, ich gratuliere. Well done. Ha, Sie bringen mich noch immer zum Staunen. Nun wird's Zeit, Ihren Erfolg zu feiern. Was für ein Witz ist das denn? Gerade das Militär vorgebaut. Kann ich das denn noch? Das versuchen wir jetzt, weil die Technik... Sie brauchen nicht mal die Hälfte der US Army, Buddy. Die besteht momentan ohnehin nur aus 37 Freiwilligen. Eine jüngst veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Armee der USA unbedeutend ist. Selbst die bulgarische Armee ist größer. Deswegen habe ich mir erlaubt, Ihnen ein kostenloses Militär vorzugeben. Dann machen wir nämlich das hier abbrechen. Kriegen wir nur die Hälfte zurück. Aber immerhin, wir kriegen das zurück und bauen das jetzt einfach umsonst nach. Zack. Sehr schön. Immerhin etwas. So, das lassen wir jetzt erstmal bauen. Was haben wir denn hier? Der Gouverneur von Isla Roja hat einmal mehr gegen Sie intrigiert. Aber ich habe einen Weg gefunden, seine Pläne zu durchkreuzen. Als gut informierter Herrscher wissen Sie zweifellos, dass es in einer der königlichen Provinzen eine Hungersnot gibt. Senden Sie der dortigen Bevölkerung 5000 Tonnen kostenlose Nahrung, das wird Ihnen die Gunst der Krone sichern. Ich werde dann meine Einflüsse bei der Königin geltend machen und die Grundsteuer ein für alle Mal abschaffen. Meinen Einfluss oder meine Einflüsse, Leute? Naja. Warum war ich nicht Beta-Tester? Wolltet ihr nicht. Ihr wolltet es nicht. Ich hätte alles gesehen hier. Aufgabe, exportieren Sie 5000 Tonnen kostenlose Nahrung. Das machen wir doch. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich genug Nahrungsproduktion. Wir haben Schweine, Rinder, Mais, Ananas. Eigentlich sollte es reichen. Aber da wir momentan Geld haben,
können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendeine Plantage hier setzen. Und zwar eine Banana-Plantage. Oder? Oder Mais. Hier ist sehr viel Grün. Mais. Nochmal Mais. Ah, ich weiß es nicht. Ananas haben wir schon. Dann machen wir jetzt hier eine Bananenplantage. Was soll's denn? Das gefällt mir nicht. Also geh lieber direkt da dran. Na gut, dann lassen wir Platz für eine etwaige 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für eine eventuelle weitere Farm. So. Zacki, zacki, Straße dran geklatscht. So wollen wir das haben. Ah, dann bauen wir aber hier noch eine Straße quer, damit das Fuhrparkbüro da direkt drankommt. So. Und wir können einfach Häuser noch bauen. Denn Häuser sind immer gut. So. Warte mal, da lassen wir die Straße. So müsste es stimmen. Ach ja, wir könnten uns mal ein wenig. Es ist höchste Zeit, in die USA zurückzukehren, Buddy. Doch vor meiner Abreise möchte ich mich noch einmal für all das bedanken, was ich als Ehrengast auf Ihrer wunderschönen Insel erleben durfte. Doch meine Freude überwiegt. Nicht nur, weil ich viel gelernt habe. Nicht nur, weil ich es genossen habe, Wette um Wette gegen Sie zu verlieren. Nein, sondern weil ich Ihnen hoffentlich einen ebenso großen Freund wie Sie in mir gefunden habe. In Ihnen ein Ich werde unserem nächsten Treffen stets mit der größten Vorfreude entgegensehen. Mit ewiger Hochachtung, der US-Präsident, Ruddy Thompson. Was heißt das? Ah, wir haben die Mission ja schon geschafft. Na, das war aber ein schnelles Unterfangen. Na, wunderbar. Ist doch gut, oder? Ja, da können wir, denke ich mal, was sagt denn der Timer? Ja, das ist erst halb rum, dann fangen wir doch direkt an mit der Mission, das halten wir durch. Überleben Sie zahlreiche Invasionen. Okay, da können wir offensichtlich uns wieder auswählen, ob wir auf Rayo de Fortuna oder Bao Bao spielen wollen. Was fand ich denn jetzt schöner? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich spiele auf Bao Bao, oder? Ja, wir spielen nochmal auf Bao Bao. Liebe Mitbürger von Tropico, heute erhebt sich ein neuer Feind, der meine Lebensweise, meine Freiheit und meine strategischen Bananenreserven bedroht. Isla Rocha hat uns ohne die geringste Provokation den Krieg erklärt. Tropico, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu fürchten. Wir werden diese Bedrohung ins Auge sehen und wir werden durchhalten. Wir werden unsere Küste verteidigen und wir werden durchhalten. Wie unsere Lama spucken wir allen Feinden ins Auge, die unser Land verunreinigen. Wir werden durchhalten. Viva Tropico! So, und das kann ich nur so unterschreiben. Wer hier? Wir haben etwas ganz Besonderes erfunden. Den Leitkegel. Dieses rot-weiß gestreifte Hütchen wird nicht nur den Verkehr in Tropico viel sicherer machen. Es ist halt die Klappe, Penultimo! Kopfbedeckung für unsere jährliche Karnevalsparade. So, gucken wir mal. Wahlrecht. Wahlrecht, männliche Bürger. Effekt weniger Wähler, basierend auf chauvinistischer Diskriminierung. Personen, die Staatsbürger und überdies im Besitz eines männlichen Körpers sind, werden im Folgenden Wähler genannt. Wähler besitzen das Recht, ihre Stimme bei Wahlen für die Person abzugeben, die als El Presidente bekannt ist. Zweitens, Wahlrecht reiche Bürger. Effekt wenige Wähler basierend auf reaktionärer Wohlstandsverteilung. Personen, die im Besitz außerordentlicher Reichtümer innerhalb des Staatsgebiets von Tropico sind, werden im Folgenden Wähler genannt. Wähler besitzen das Recht, ihre Stimme und Wahlrecht alle Bürger. Mehr Wähler basierend auf verrückt liberalen Ideen. Ich würde sagen, ich würde das ja eigentlich machen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass wir die Wahlen dann nicht gewinnen. Ich sage mal, wir machen mal reiche Bürger. So, Kirche und Staat. Eine Theokratie. Effekt, Religionsgebäude senken die Verbrechensrate in ihrer Umgebung.
Das Christentum ist die offizielle Staatsreligion und die Bibel schreibt vor, was die legitim herrschende Staatsregierung zu tun hat. Möge Gott El Presidente und die Nation schützen. Ein säkularer Staat. Effekt Freiheitszufriedenheit steigt. Religionsfreiheit und Atheismus werden von allen Institutionen des Staates anerkannt und respektiert. Dieser Verfassungsartikel gilt für alle Bürger und Besucher, die sich legal auf Tropico aufhalten, ist jedoch nicht auf sie beschränkt. Ein atheistischer Staat. Effekt Forschungsgefühligkeit steigt um 10%. Weniger religiöse Bürger in Tropico. Gemäß diesem Verfassungsprinzip wird erklärt, dass alle religiösen Feiern und Zeremonien Opium für das Volk sind und damit unter das Rauschmittelgesetz fallen. Bürger von Tropico müssen ohne die Last von religiösen Abhängigkeiten leben dürfen. Das wäre natürlich am schönsten, aber ich würde sagen, wir machen mal einen säkulären Staat. So, Militär. Da müssen wir uns aufpassen, hier geht es ja heute um Militär. Miliz, Effekt. Highschool-Soldaten, zusätzliche Miliztruppen werden in Kämpfen ausgebildet. Gemäß dieses Artikels sind alle mündigen Bürger per Gesetz dazu in der Lage und verpflichtet, als Kämpfer den Staat gegen alle und jede Form von Invasion, Rebellion, Putsch, Staatsstreich, Aufruhr, Motterei, Revolte, Revolution, Ausschreitungen und Aufstände zu verteidigen. Wehrpflicht. Effekt, keine Ausbildung für Soldaten. Alle Bürger von Tropico werden als Soldaten betrachtet und müssen die Nation verteidigen. Per Wehrpflicht werden Bürger eingezogen, wogegen sie keinen Einspruch erheben können. Wehrpflichtige sind per Definition willens, an allen vom Staat durchgeführten Operationen teilzunehmen. Oder Berufsarmee-Effekt Highschool-Soldaten, hohe Effizienz. Die Nation von Tropico wird durch eine legal gebildete Armee geschützt. Diese Armee besteht aus einem stehenden Heer von Soldaten, das Befehle von El Presidente erhält und befolgt. Dafür erhalten sie Sold und Unterkunft. Tja, das ist jetzt schwer, ehrlich gesagt. Die sollten ja schon ausgebildet sein. Also das, Wehrpflicht ist natürlich gut, weil es viele sind, aber die sind da nicht ausgebildet. Also ich würde sagen, eine Berufsarmee ist schon ganz gut, oder Miliz? Ich mache eine Berufsarmee. So. Wir haben etwas ganz Besonderes erfunden. Ja. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir da mit diesen Einstellungen diese Mission hier gewinnen können. Also, was haben wir hier? Warum arbeitet hier niemand? Der Palast ist nicht mehr so, oder? Was war das? Viva la Independencia, Tropico! Hallo! Nie mehr lassen wir uns die Fesseln der Europäer anlegen. Von nun an tragen wir unsere eigenen Fesseln. Made in Tropico! Viva el Presidente! Okay. Was? Die kommen jetzt schon? Alter, wir haben doch noch überhaupt nichts. Wir haben doch noch überhaupt kein Militär. Was soll das denn? Was für ein Witz ist denn das? Jetzt aber mal hinne hier. Alter Schwede, ey. Jetzt haben wir schon 30.000 ausgegeben, nur für die drei Gebäude hier. Kranke Scheiße. Warum wird das nicht schnell gebaut? Hallo, ich habe auf Schnellbauen geklickt. Rückzug. Och man, was ist denn das für eine Scheiße? Es wird einfach nicht gebaut hier. Ist das ein Bug? 99% steht überall. Das ist ja ein netter Bug. Ja, greift mal schön meine Produktionsgebäude an. Super, super, super. Was soll denn der Mist? Kann hier keiner dran arbeiten, solange hier irgendwelche Leute sind, oder was? Kann das sein? Ja, das ist ja echt super. Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, wir haben gar keine. Ich grüße Sie. Man sieht auch, hier sind jetzt keine Sackkarren mehr, sondern Autos. Ja, wir haben keine Armee. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wichtig. Alter, leck mich doch. Ja, ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge das anders machen müssen. Wie, weiß ich noch nicht.
dass die überhaupt direkt kommen, weil ich hatte ja gar keine Zeit, das vorher fertig zu bauen. Muss ich das in einer anderen Mission erst fertig bauen oder was? Da ist auch der Timer zum Glück abgelaufen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge nochmal mit dieser Mission starten und mal gucken, ob das irgendwie anders geht. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute.